Herr Dr. Gaul, warum braucht es eigentlich neue Migräneprophylaktika? Wir haben ungefähr ein Drittel der Patienten, die die Standard-Migräneprophylaktika, die wir medikamentös einsetzen, nicht verträgt, die also die Einnahme wieder beenden. Und dann haben wir natürlich einen Teil von Patienten, die auf die Therapien gar nicht ansprechen. Und da sind wir über jede weitere Option froh. Alle reden ja jetzt von CGRP-Antikörpern. Können Sie uns kurz die Wirkweise erklären? CGRP ist ein Schlüsselmolekül in der Migränepathophysiologie. Es wird ausgeschüttet im Bereich des Hirnstamms, wird wirksam auch an den trigeminalen Endigungen und an den Hirnhäuten. Und die Antikörper richten sich entweder gegen das CGRP selbst oder gegen die Rezeptoren des CGRPs. Und die Idee ist, wenn wir CGRP wegfangen oder seine Wirkweise blockieren, dann können wir die Migräne verhindern oder zumindest reduzieren. Was sagen denn die entsprechenden Phase-3-Studien, die jetzt laufen? Klinische Studien sind durchgeführt worden zur episodischen Migräne, zur chronischen Migräne und sie zeigen eine gute Wirksamkeit für einen großen Teil der Patienten. Nicht alle, die in den Studien sind, sprechen gut an, aber eine Reduktion um mehrere Migränetage pro Monat kann überall gezeigt werden, bei gleichzeitig guter Verträglichkeit. Also das Problem mit Abbruchraten wegen Nebenwirkungen von bis zu 30%, das ist was wir in den klinischen Studien nicht sehen. Da liegen die Aussteiger aus den Studien bei ungefähr 5% und das ist für eine Migräneprophylaxe phänomenal. Das spricht für eine gute Zufriedenheit. Von wie vielen Studien sprechen wir? Also bei allen vier Antikörpern werden Studien zur episodischen und zur chronischen Migräne durchgeführt. Laufen tun im Moment noch die Langzeitstudien. Insgesamt kann man addieren, dass ungefähr 10.000 Patienten mit den Antikörpern schon behandelt sind, sodass wir für die Verträglichkeit und Sicherheit doch schon recht robuste Daten haben. Welche Patientensubgruppen kommen denn in Frage? Im Moment laufen Studien zur episodischen und zur chronischen Migräne. Sowohl Patienten, die schwer betroffen sind, als auch weniger schwer betroffen sind. Es laufen neu jetzt Studien, wo Patienten auch eine vorbestehende Prophylaxe noch fortführen, sodass im Bereich der Migräne im Grunde alle in Frage kommen. Künftig laufen schon erste Studien, wird der Cluster-Kopfschmerz untersucht, vielleicht auch weitere Kopfschmerzerkrankungen. Wie werden die Substanzen verabreicht? Diese monoklonalen Antikörper, die vielleicht bald auf den Markt kommen, werden subkutan einmal monatlich gegeben. Geplant ist, dass das ein Fertigpen wird, sodass die Patienten das selbst machen können. In den klinischen Studien wird nur im Studienzentrum injiziert. Von den Daten, die wir sehen, ist aber eine Injektion durch den Patienten zu Hause gut vorstellbar. Die große Zufriedenheit spricht ja schon gegen starke Nebenwirkungen. Was sagen Sie? Nebenwirkungen, die wir sehen, ist, dass ein kleinerer Teil der Patienten einen Injektionsschmerz angibt oder eine Rötung an der Injektionsstelle, aber dass die Patienten nicht deshalb die Studie abbrechen. Das heißt, das ist nicht das Problem. Und einmal im Monat ist das auch akzeptabel im Vergleich zu anderen Substanzen, die man sich jeden zweiten Tag injiziert oder Tabletten, die man täglich nimmt und auch die Nebenwirkungen täglich hat. Also das ist für die Patienten gut tolerabel. Wann wird denn Ihrer Meinung nach die erste Substanz in Deutschland zugelassen werden? Letztlich hängt die Zulassung von den Aufsichtsbehörden ab. Nachdem wie diese Prozesse laufen, ist damit zu rechnen, dass die Zulassung vielleicht im Sommer erteilt wird und die Markteinführung dann in der zweiten Jahreshälfte oder gegen Jahresende erfolgt. Vom ersten, das ist Erinomab, vom ersten Antikörper. Weitere sind auch eingereicht zur Zulassung, aber sind etwas vom Zeitverlauf hinten dran. Vielen Dank.